So, miteinander. Jetzt fahren wir zu einem fixen Flip-Objekt von uns. Wir haben ja ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Ich habe ja neulich angekündigt in einem Video, da ging es darum, um eine Eigennutzer-Fixen-Flip-Wohnung von uns, welche wir gekauft, saniert und verkauft haben, dass wir jetzt erstmal langsam machen wegen der Zinssituation, Gassituation, Rohstoffsituation und haben ein bisschen langsam gemacht, weil Eigennutzer-Finanzierungen für die Kunden, die es dann am Ende des Tages kaufen, echt schwierig geworden sind. Jetzt haben wir uns mal wieder rangetraut an ein Objekt. Da fahren wir jetzt hin. Ich zeige euch das Objekt. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe von Weissach bei Porsche. Und ja, es ist eine wirtschaftlich sehr starke Region, ein bisschen Randlage allerdings. Dementsprechend ist auch der Quadratmeterpreis ein fairer für alle Beteiligten. Und man findet, also Plan A, verkaufen, läuft immer. Plan B, vermieten, läuft auch immer. Und Plan C, wenn gar nichts geht und es steht halt mal leer, dann ist es auch kein Neckbreaker. Dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, mal solche Objekte nur noch zu nehmen. Und machen hier mal einen Testballon und schauen mal, wie es läuft. Jetzt fahren wir gleich ins Objekt. Ich zeige euch alles und erzähle noch eine Story dazu, wie in den letzten Krisen sich die Immobilienpreise auch teilweise verhalten haben. Ich bin zwar noch ein bisschen jung dafür, um das live miterlebt zu haben, aber habe mit vielen Leuten gesprochen darüber und habe eine tolle Story auch vorbereitet, die ich euch dann gleich erzählen werde, wie solche Objekte und die Werte sich davon in der Vergangenheit historisch verhalten haben. Viel Spaß beim Anschauen! Kommen Sie raus. Kommen Sie raus. Ah, Schlüssel. Hier haben wir eine neue Sache ausprobiert und zwar haben wir ein Schloss angebracht an einer sicheren Stelle hier. Da kann man Passwort, gibst du ein Passwort, diese 1, 2, 3, 4. Und mit dem Schlüssel kann jeder, der weiß, wo das Ding hängt und weiß, wie das Passwort ist, in die Wohnung rein. Haben wir bei Airbnb abgeschaut und wir sparen uns echt oft Anreisezeiten, weil hier ist ein bisschen ab vom Schuss, braucht so 40 Minuten hin von unserem Base und genau, kann der Handwerker kommen und gehen, wann er will, der Makler, jeder kann rein und raus. Alle gehen sie ein und aus. Hier fängt es schon mal an. Unsere Tür ist schön gestrichen, auch von außen. So geil, echt. Sieht aus wie neu. Aber es ist eine alte Tür, schön aufbereitet. Geil, Alter. Ist geil. Kompletter Vinylboden verlegt hier. Gestrichen neu. Was halt auch immer wichtig ist, also manche Handwerker streichen hier einfach drüber, dass man es immer demontiert, weil man wieder hinmacht danach, dann sieht es schön clean aus alles. So, wir sind jetzt hier in der Wohnung, haben hier ziemlich viel renoviert, das ist eine Denkmalimmobilie, also eine Denkmalimmobilie ist immer mit ein bisschen besser hinzuschauen. So. Hier wurde allerdings eine Kernsanierung gemacht, schon vor ein paar Jahren. Das heißt, alles ist auf einem Stand der Technik, der eigentlich passt. So. Heizung, Elektrik und so. Das Haus an sich steht echt gut da. Wir befinden uns hier in der Nähe von Weissach. Da ist ein Porsche-Entwicklungszentrum, dementsprechend ein relativ wirtschaftssafer Standort. Und ja, ruhiges Dörfchen. Wirtschaftsstarke Lage, hinten Champion, der ein bisschen größer ist in der Nähe und natürlich auch einige anderen Firmen, die man so kennt. Zum Objekt an sich, also wir haben hier eine schön geschnittene Zwei-Zimmer-Wohnung, wo der Schlüssel ist und das Passwort 1234. Habe ich euch ja schon gesagt, der hängt draußen, also echt cool. Wenn man so einen Platz hat, zum Schlüssel aufhängt, spart man sich eine Menge Zeit, was Anreise, Abreise und Koordination angeht. Zwei-Zimmer-Wohnung, hier würde wahrscheinlich das Schlafzimmer dann sein. Und schön gestrichene Wände, schöner Vinylboden, also perfektes Mietobjekt eigentlich. Also ich denke jetzt nicht, dass hier ein Eigennutzer sich sowas zulegen würde, aber zum Vermieten ist super easy, kriegst halt locker eine zwischen 500 und 750 Miete im Monat. Kommt drauf an, höhere Miete heißt höherer Mieterwechsel, mehr Fluktuation, schnell was genommen, Hauptsache irgendwas. So billigere Miete ist in der Regel so ein langfristiger Mietvertrag. Und das Auto steht auch direkt vor der Terrasse, also ist sehr gechillt.
schön gestrichene Türen haben wir hier. So ein paar schöne Denkmalelemente sind noch erhalten geblieben. Also hier ein schöner Balken, so ein Holzbalken, sieht eigentlich ganz geil aus. Hier geht's ins Bad mit einer kleinen Nische, wo man vielleicht eine Garderobe reinmachen kann. Und hier sind wir im Bad. Basic, alles einfach, keine Ahnung, Klo, Waschbecken, Dusche mit Vorhang. So ein Basic Bad. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, einfach ganz normal. Ganz normaler Standard. Hier ist die Küche. Das ist der Wohn- und Essbereich. Eine kleine Küchenzeile mit Kühlschrank, wieder ein schöner Balken. Also ich finde echt, das sieht geil aus. Ich bin auch zum ersten Mal jetzt hier in der Wohnung, haben wir so eigentlich durchkoordiniert bekommen, dass ich nie hier war. Auch schöner Raum mit einem schönen Balken hier oben in der Decke. Da kommen so die Denkmalelemente durch. So. Hier sieht geil aus, die Fenster so ein bisschen oldschool angehaucht mit dem Gerippe. Mit dem Gerippe auch hier. Und hier ist eine Terrasse, wo man auch schön schnapulieren kann. Genau, es ist relativ entspannt hier alles. Schön ruhig, Parkplatz ist direkt daneben. Und man kann schön seine Einkäufe hier durch die Balkonterrassentüre reintragen. Zur aktuellen Immobilienmarktsituation, geschuldet den hohen Zinsen, den hohen Inflationsraten, den hohen Nebenkosten für die Heizung und so, habe ich jetzt ein bisschen Vorsicht gemacht in letzter Zeit. Neulich habe ich auch gesagt, dass wir nichts mehr kaufen erstmal. Haben wir auch gemacht, eine Zeit lang mal Slowdown. Jetzt haben wir wieder ein paar Objekte angekauft, aber nur solche kleineren Einheiten wie das hier, also so ein, zwei Zimmerwohnungen. Und die sind halt im Worst Case immer vermietbar. Also kannst du alles mitmachen hier, vermieten, verkaufen, mal leer stehen lassen. Keiner der drei Fälle ist irgendwie ein Neckbreaker, aber auch kein Million-Dollar-Deal. Das muss man sich natürlich auch bewusst machen. Wir machen das noch ein bisschen vorsichtig, schauen halt so ein bisschen den Markt an, machen viele Besichtigungstermine und schauen nach so Value-Add-Produkten, das heißt Objekt, wo ich einen Mehrwert reinfügen kann. Weil wenn man irgendwas Fertiges kauft, Neubau zum Beispiel, da kannst du nicht mehr irgendwie eine Wertschöpfung machen, um Mehrwert zu erhalten, weil du bezahlst X und es ist X wert. Woran wir interessiert sind, wir bezahlen X, es hat einen Wert X und wir schaffen Wert Y, weil wir können mehr Wohnfläche rausholen, wir können renovieren, wir können irgendwie irgendwas noch optimieren. Und das sind genau die Objekte, wo man sich eigentlich relativ wenig die Finger verbrennen kann und auch in so einer turbulenten Zeit mal durchaus einen Deal noch mitnehmen kann. Dementsprechend rate ich zur Vorsicht. Ja, jeder muss natürlich selbst machen, was er selbst wissen, was er macht. Ich rate zur Vorsicht, weil ich es halt selbst auch bin aktuell. Und die großen Investoren sind es auch und manche haben sich auch jetzt externe Kapitalmaßnahmen schon, durch Kapitalmaßnahmen schon die Taschen voll gemacht, um richtig einkaufen zu können, aber die machen es noch nicht. Das heißt, maybe something is happening, I don't know. Ich bin noch zu jung, um irgendwie so eine Krise schon mal mitgemacht zu haben. Ich habe zwar schon gelebt bei der letzten, aber war ich noch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig. Drei Sachen, die man jetzt beachten sollte. Erstens, kauf nichts ein, wo du nicht einschätzen kannst. Zweitens, schau, dass du Mehrwert schöpfen kannst. Und drittens, guck, dass du immer einen Plan B hast. Arnold Schwarzenegger hat zweimal gesagt, wenn du einen Plan B hast, geht die Energie von Plan B an Plan A verloren. Aber jetzt gerade, wenn man gerade noch neu ist am Markt und so ein bisschen seine erste Wohnung kaufen will zum Beispiel, sollte man schon aufpassen, dass man hier nicht sich eine Plombe reinsetzt. Weil das größte Risiko ist das, du verschießt dein Pulver zu früh, also die Preise droppen als Beispiel, du verschießt dein Pulver zu früh und dann hast du nichts mehr zum Verschießen, wenn es halt attraktiv wäre zu kaufen. Das ist das größte Risiko. Genau, was passieren kann bei so einer Krise als Beispiel, ein befreundeter Private Equity macht er jetzt, also ein Kollege, Bekannter würde ich jetzt mal sagen, kein Kollege, Bekannter, der hat in London studiert, ist jetzt mittlerweile 50 Jahre alt plus, also zwischen 50 und 60, ich kenne das Alter nicht genau, hat damals studiert, hat sich eine Wohnung in London gekauft für 80.000 Pfund, ja. Zwei oder drei Jahre später war der Preis doppelt so hoch. Er hat sie verkauft für 160.000 Pfund. Ja. Dann ist der Preis
immer weiter gestiegen, weil er dachte halt so eine Verdopplung in 2-3 Jahren, krass, muss ich mitnehmen, hat realisiert. Dann ist der Preis immer weiter gestiegen. Vor der Finanzkrise 2008 war der Preis der Immobilie jetzt verfolgt bei 500.000 Pfund etwa. Und dann hat er sich natürlich geärgert. Und dann kam die Krise, der fette Schlag nach unten. Und selbst nach der Krise war der Wert der Immobilie noch so um die 300.000 Pfund. Das heißt, er hat 80 zahlt, 180 verkauft, es ging auf 500, ist auf 280 gedroppt, was für ihn, selbst bei der Krise wäre es auf Deutsch gesagt Wurst gewesen, ja, für ihn, weil er hat eh so billig gekauft. Aber die Leute, die halt bei 500 gekauft haben als Beispiel, die gibt es natürlich auch da draußen, die haben dann halt erstmal minus 120.000 gemacht, ja, warte mal, nee, minus 220.000 haben die gemacht und müssen halt das aussitzen theoretisch. Und das ist genau das, was ich meine, verschießt dein Pulver nicht zu früh. Wenn du für 500 kaufst und dann dauert es erstmal 3-4 Jahre, bis du wieder drüber bist bei 500, was ja überhaupt gar nicht gewährleistet ist, dass es überhaupt passiert, dass die Preise wieder dahin gehen, das weiß ja heute niemand. Und dann haben die halt ein Problem oder vielleicht einen Klotz am Bein, weil sie halt handlungsunfähig sind für weitere Geschäfte. Solche Fehlentscheidungen können ein unternehmerisches Leben definitiv prägen. Deshalb muss man vorsichtig sein.